Well, I've got some good news. Ich habe gute Nachrichten für euch. We have seen many people conquer diabetes. Ich habe schon viele Menschen gesehen, dass sie wieder frei von Diabetes geworden sind. Am I talking about type 1 diabetes or type 2 diabetes? Jetzt ist die Frage, spreche ich über Typ 1 Diabetes oder über Diabetes Typ 2? I'm talking about both of them. Ich meine beide Typen. And so I'm going to show you the basic principles that we have found have helped. Und ich möchte euch heute die grundlegenden Prinzipien zeigen, die bei Diabetes hilfreich sind. And I'm going to begin with probably a type of eating that many people have got into the habit of today, and that's high carbohydrate. Und ich möchte zunächst mal eine Ernährungsweise ansprechen, an die sich viele Menschen heutzutage gewöhnt haben. Und zwar ist das eine sehr kohlenhydratreiche Ernährung. And I'm going to show you how this affects diabetes. Und wir werden einmal betrachten, wie diese Ernährungsweise Diabetes begünstigt. Now I know that bread is a very common food in Germany. Mir ist bewusst, dass Brot eins der Grundnahrungsmittel hier in Deutschland ist. And I have to tell you that I think Germany's got the nicest bread I've ever tasted. Und ich muss auch zugeben, dass ich hier in Deutschland das wohl leckerste Brot gegessen habe, was ich je gekostet habe in meinem Leben. There's a type of bread that is greatly contributing to diabetes. Es gibt eine Art von Brot, die Diabetes sehr stark begünstigt. But not all breads, that's the good news. Aber nicht alle Sorten von Brot, das ist wiederum die gute Seite. Probably the bread that is the most dangerous is the bread that is made out of wheat. Das Brot, das am gefährlichsten ist, wird aus Weizen hergestellt. And I'm going to show you why that is so. Und ich möchte euch mal erklären, warum. The bread that is made out of rye and spelt or dinkel is not as dangerous for diabetics as the wheat. Roggenbrot oder auch Dinkelbrot ist nicht so gefährlich, dass Diabetes entsteht wie Weizenbrot. Cereal is another high carbohydrate food. Ein anderes Nahrungsmittel, was sehr viele Kohlenhydrate enthält, ist Müsli. And when I say cakes etc., I'm also referring to biscuits, cookies, croissants, muffins, all the cake things. Und auch Kuchen und Kekse und allerlei süße Gebäcke und alles, was man so naschen kann an süßem Gebäck, trägt dazu bei. All of these foods, if made at home, are actually slow foods. Auch Pizza oder Pasta und alle diese Nahrungsmittel, die wir zu Hause selber herstellen können, das sind sogenannte langsame Nahrungsmittel, slow foods. But they're freely available very quickly in the cities, in the fast food shops. Diese Nahrungsmittel, die ich jetzt aufgeschrieben habe im Gegenzug, das sind Nahrungsmittel, die in den Städten, in den Supermärkten, in den Läden sehr schnell erhältlich sind und die sich auch sehr schnell zubereiten lassen. And all of these foods break down in the body to glucose. Alle diese Nahrungsmittel, die jetzt so viel Kohlenhydrate enthalten, werden im Körper zu Glucose umgewandelt. Under our left rib is the pancreas. Unter unserer linken Rippe befindet sich die Bauchspeicheldrüse. And the pancreas releases insulin. Die Bauchspeicheldrüse setzt Insulin frei. And insulin is the key that unlocks the door to get glucose inside the cell. Insulin wiederum ist sozusagen der Schlüssel, der für die Zelle die Tür aufschließt, damit die Glucose in die Zelle hinein kann. So the first place that the glucose is sent is to the cell. Und der erste Ort, wo die Glucose direkt hingesandt wird, ist in die Zelle. And it goes through a 20-step pathway. Und die Glucose, die ist auf einer Reise mit 20 Schritten, so könnte man das beschreiben. And that gives us 2 units of energy. Und wenn die Glucose dann so in die Zelle hineinkommt,
setzt sie dort zwei Energieeinheiten frei. And what comes out of that is a chemical form of glucose called pyruvate. Und was daraus dann entsteht, wenn die Glucose zu Energie umgewandelt wurde? And this pyruvate, as the chemical form of glucose, gets fed into the 8-step pathway. Dann entsteht aus der Glucose ein Produkt, das nennt sich Pyruvat. Und dieses Pyruvat durchläuft einen 8-Schritte-Prozess. This 8-step pathway is called the powerhouse of the cell because of its ability to give us 36 units of energy. Und dieser Prozess, der durch 8 Schritte durchläuft, wird auch die Energiezentrale der Zelle genannt, weil dadurch 36 Energieeinheiten freigesetzt werden. What makes the difference is oxygen. This cell has oxygen, that's why it gives us so much more energy. This pathway, no oxygen, so only 2 units of energy. Und der Unterschied, warum im ersten Prozess nur 2 Energieeinheiten umgesetzt werden und im anderen 36 Energieeinheiten, ist einfach nur Sauerstoff. Beim ersten Prozess, der wird ohne Sauerstoff umgesetzt und im zweiten Prozess ist Sauerstoff beteiligt. Dadurch entsteht dadurch mehr Energie. So that's the first place that the glucose is sent is through the energy pathways. Also die erste Aufgabe, die die Glucose im Körper hat, ist zur Zelle zu gehen und dort Energie zu erzeugen. And then some is stored as little molecules of glucose, and those little molecules of glucose are called glycogen. Ein Teil der Glucose wird in kleinen Molekülen in der Zelle abgelagert in Form von Glykogen. Any glucose that is left over after the energy cycle and glycogen is now stored as fat. Also all die Glucose, die übrig bleibt, nachdem der Energieprozess in der Zelle durchgelaufen ist, wird dann abgelagert in Form von Fett. So this is the third place that the glucose is sent is as fat. Das ist dann der dritte Prozess, der im Körper stattfindet. Erst die Energie in der Zelle, dann das Glykogen und als drittes wird die Glucose als Fett abgelagert. Can you see by what I've just shown you that fat doesn't make you fat? Könnt ihr sehen oder nachvollziehen, dass Fett euch nicht fett macht? It's this high carbohydrate diet giving us so much glucose, it can't all be used, so a lot of it has to be stored as fat. Was zu Übergewicht führt, ist vielmehr eine Ernährung, die so viel Kohlenhydrate enthält, dass zu viel einfach übrig bleiben nach dem Energiedurchlauf der Zelle und dass diese übrige Glucose dann als Fett im Körper abgelagert wird. And I know in Australia, on this high carbohydrate diet, Australians are getting bigger and bigger and bigger. Und in Australien kann man es deutlich beobachten, dass diese Ernährung mit vielen Kohlenhydraten dafür sorgt, dass Menschen immer mehr an Gewicht zunehmen. And something else is happening, and that is this high glucose diet demands high insulin. Eine weitere Sache, die da im Körper passiert, ist, dass all diese Glucose, die dann in den Körper gelangt, dass die auch sehr viel Insulin braucht, um überhaupt umgesetzt zu werden. So we also see that this high carbohydrate diet is a big contributing factor to diabetes. Wir sehen also, dass eine Ernährung, die zu viele Kohlenhydrate beinhaltet, sehr stark zu Diabetes beiträgt. So because of the high glucose, the blood glucose goes up very high, very fast. Aufgrund dieser großen Menge an Glucose, die da freigesetzt wird, steigt der Blutzuckerspiegel. And so very quickly the brain says to the pancreas, quick, release insulin. So high insulin is released to get the blood glucose levels down. Und wenn dann der Blutzuckerspiegel so schnell steigt, dann sagt das Gehirn zur Bauchspeicheldrüse, Moment mal, wir brauchen jetzt aber Insulin. Und die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, damit der Blutzuckerspiegel wieder sinkt. But because the glucose levels were so high, too much insulin is released,
So now blood glucose levels are going too low. Weil jetzt aber so viel Glucose im Blutstrom vorhanden war, wird jetzt zu viel Insulin freigesetzt und dadurch sinkt der Blutzuckerspiegel wieder tiefer, als er eigentlich sinken müsste. And there's another hormone released by the pancreas. It's designed to get the blood glucose levels up again. Und dann schüttet die Bauchspeicheldrüse ein weiteres Hormon aus, Glucagon. Das soll wieder dazu dienen, um den Blutzuckerspiegel wieder auf ein normales Maß anzuheben. You see, insulin's designed to get blood glucose levels down, whereas glucagon's designed to get blood glucose levels up. Also Insulin soll den Blutzucker senken, Glucagon soll ihn wieder anheben. And it is in that way that God designed the pancreas to balance our blood glucose levels. Und so hat Gott also die Bauchspeicheldrüse dazu gedacht, dass sie unseren Blutzuckerspiegel im Gleichgewicht hält. See, God designed that we eat a balanced diet, not a high carbohydrate diet. Gott hat sich aber auch gedacht, dass wir eine Ernährung zu uns nehmen sollen, die ausgewogen ist und die nicht so übermäßig viele Kohlenhydrate enthält. Carbohydrates are not bad, it's only when they're overdone and refined that the problem arises. Kohlenhydrate sind jetzt nicht schlecht, aber wenn es zu viel davon in der Ernährung sind, dann begünstigt es Diabetes. But there is one grain that is particularly dangerous, and that one grain is wheat. Unter den Getreidesorten gibt es eine Getreidesorte, die besonders gefährlich ist. Das ist der Weizen. And the majority of foods on the high carbohydrate diet are made from wheat. Und die meisten Nahrungsmittel in unserer Ernährung, die so kohlenhydratlastig ist, die werden aus Weizen hergestellt. So now I'd like to show you why it is a problem. Und ich möchte euch jetzt erklären, warum der Weizen so ein Problem darstellt. It was in the 1950s that wheat was put through intensive crossbreeding. In den 50er Jahren wurde Weizen, der ursprüngliche Weizen, sehr stark hochgezüchtet. You see, they wanted to create a plant with a higher yield of grain. Denn es sollte eine Pflanze herangezüchtet werden, die jetzt einen hohen Ertrag an Getreide liefert. To help with the starvation crisis in Mexico, Africa, India. Um zum Beispiel den Hungerkrisen in Mexiko, in Afrika, in Indien beizukommen. See, when I was a little girl, the wheat used to grow that high. Als ich noch ein kleines Mädchen war, da wurde der Weizen so hoch. Have you noticed today it only grows that high? Ist euch schon mal aufgefallen, dass heute der Weizen nur noch so hoch wächst? And it's got a thick stem. Und der Weizen hat einen sehr dicken Stängel. Well, it's the only way that it can hold the heavy yield of grain. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie der Weizen die Ähre halten kann mit den Körnern. Die ist nämlich so schwer, dass ein dünner Stängel das gar nicht halten könnte. In 1976 Dr. Norman Boulay got a Nobel Prize for this hybridized wheat. 1976 hat Dr. Norman Boulay einen Nobelpreis bekommen für seine Weizenzüchtung. It was rushed through with no safety studies. Und zwar wurde diese Weizenzüchtung einfach zertifiziert, ohne dass man ihre Sicherheit jetzt überprüft hätte. You see, they didn't think they had to do safety studies on wheat. Keiner hätte je gedacht, dass man Weizen erstmal untersuchen müsste, ob der überhaupt sicher zum Verzehr ist. But as you will see by what I'm showing you, it has caused a lot of problems. Aber ich möchte euch zeigen, dass diese Art von Weizen viele Probleme nach sich gezogen hat. So by the 1990s worldwide, all of these foods are made out of the hybridized wheat. In den 90er Jahren war es dann so weit, dass weltweit all diese Lebensmittel aus diesem hochgezüchteten Weizen hergestellt wurden. And if you have a look at the explosion in diabetes, you will find that it happened from here.
Und wenn ihr Diabetes untersucht, dann werdet ihr sehen, dass in diesen Jahren Diabetes weltweit förmlich explodiert ist. Also da sind die Zahlen sehr stark gestiegen. In the hybridization of the wheat, a starch structure was created called amylopectin A. In der Zucht dieses Hochleistungsweizens, könnte man sagen, wurde eine molekulare Struktur entwickelt, die sich, ich kann es nicht lesen, Amylopectin A nennt. Now, amylopectin A is a starch that gets the blood sugar level up very high, very fast. Amylopectin A ist eine Stärke, die den Blutzuckerspiegel sehr stark und sehr hoch ansteigen lässt. And whenever you get a quick high, you're going to get a quick low. Und immer wenn der Blutzuckerspiegel rasant sehr hoch ansteigt, wird er danach auch sehr tief fallen. Let me give you something to compare it to. Amylopectin B is found in bananas and potatoes. Und es gibt auch ein Amylopectin B, das ist vergleichbar mit dem anderen und das findet sich zum Beispiel in Bananen oder in Kartoffeln. Now that gets it up reasonably high, but not as high as the amylopectin A. Und Amylopectin lässt den Blutzucker, also Amylopectin B lässt den Blutzuckerspiegel auch recht hoch steigen, aber nicht so hoch wie Amylopectin A. And amylopectin C is found in lentils, chickpeas, lima beans, black-eyed beans. Und dann gibt es noch das Amylopectin C. Das finden wir in Linsen, in Kichererbsen und allen möglichen Arten von Hülsenfrüchten. And that amylopectin C gives the lovely rise that our cells need. Lovely, steady, consistent, sure delivery of fuel. Und Amylopectin C ist eigentlich die Art von Stärke, die jetzt unseren Blutzuckerspiegel ganz angenehm steigen lässt. Langsam, stetig, nicht zu hoch, aber eine richtig stetige Energiezufuhr ist darüber gewährleistet. Now let me show you this on the glycemic index. Und wir wollen das jetzt mal auf dem glykämischen Index betrachten. The glycemic index is a reading on how quickly the glucose in the food is released into the blood. Der glykämische Index hilft uns, um zu bestimmen, wie schnell Glucose in den Blutstrom freigesetzt wird. So, baseline for the glycemic index or reading is 55. Und die Grundlage oder der Grundwert des glykämischen Index ist der Wert 55. So anything below 55 is considered low GI. Alles, was unter 55 fällt, ist ein niedriger Blutzuckerspiegel. Which is a steady, consistently slower release of glucose from the food. Das entsteht, wenn Glucose aus der Nahrung sehr langsam freigesetzt wird in den Blutstrom. Whereas anything above 55 is considered high GI, which is quick release of glucose. Und alles, was über 55 liegt, wird als hoher Blutzuckerspiegel bezeichnet. Und das passiert, wenn Glucose sehr schnell in den Blutstrom freigesetzt wird und der Blutzucker dann ganz stark steigt. So cherries sit at about 26. Kirschen haben einen glykämischen Index von 26. In fact, all the berries, blackberries, blueberries, strawberries. Und auch all die Beerenfrüchte, Blaubeeren, Brombeeren, Himbeeren. So the berries are a great fruit for diabetics because there's a low delivery, a slower delivery of glucose. Beerenfrüchte sind also für Diabetiker sehr gut geeignet, weil sie einen niedrigen glykämischen Index haben. Grapefruit, it sits at 25. Grapefruit liegt bei 25. And that's no surprise because grapefruit's not a real sweet fruit, is it? Und das überrascht uns nicht, denn wirklich süß ist die Grapefruit ja nicht. Where does sugar sit? This is cane sugar. Cane sugar sits at 59. Rohrzucker befindet sich bei einem Wert von 59. Whether it's white or tan or brown, it sits at 59. Und das ist egal, ob der Rohrzucker weiß oder braun ist oder sehr dunkel. Der Wert bleibt gleich bei 59. So white bread. Weißbrot. It sits at 69. Hat einen Wert von 69.
So white bread will get the blood sugar level up higher and quicker than sugar. Also Weißbrot lässt unseren Blutzuckerspiegel schneller und höher ansteigen als Zucker. Because of this amylopectin A that's in the wheat. Und das liegt daran, dass in diesem Hochleistungsweizen das Amylopektin A enthalten ist. Whole grain. Whole grain wheat bread. It sits at 72. Dann haben wir Weizenbrot aus Vollkornweizen. Das hat einen Wert von 72. How could this be? Wie kann das denn sein? Because it's not refined, it has more amylopectin A in it. Weil der Vollkornweizen jetzt nicht raffiniert ist, enthält er noch mehr Amylopektin A. One lady said to me, this explains why every 6 months I get put on more insulin. Und mir hat einmal eine Dame gesagt, ja, jetzt verstehe ich endlich, warum ich alle 6 Monate eine höhere Dosis an Insulin verschrieben bekomme. She says I eat whole grain bread, whole grain cereal, whole grain pasta, and yet my blood sugar levels are going up. Ich esse ja schon ständig Vollkornprodukte, Vollkornweizenbrot, Vollkornmüsli und trotzdem steigt mein Blutzuckerspiegel immer mehr an. This solves the puzzle. Und dieses Verständnis hier löst das Rätsel. She said, why wasn't I told to stop wheat? Und sie hat gefragt, ja, warum hat mir denn niemand gesagt, dass ich keinen Weizen mehr essen soll? How I know in Australia grows a lot of wheat. That's a lot of money. Und in Australien ist es so, dass dort sehr viel Weizen angebaut wird und da wird viel Geld mit umgesetzt. And the farmers love the hybridized wheat. They're getting 6 to 8 times more grain per acre. Und die Bauern dort, die sind so froh über diesen hochgezüchteten Weizen, weil sie damit 6 bis 8 mal so hohe Erträge erzielen können. That's 6 to 8 times more money per acre. Und das ist 6 bis 8 mal so viel Geld. And the farmer's got to pay his bills. Und auch der Bauer muss seine Rechnungen bezahlen. And he doesn't know, and he did not know that there was a problem with this wheat. Und der Bauer wusste nicht, dass es mit dieser Art von Weizen Probleme geben wird. Do I eat wheat? Esse ich Weizen? Sometimes. Manchmal. But if I was a diabetic, I wouldn't touch it. Aber wenn ich jetzt Diabetikerin wäre, würde ich Weizen nicht anfassen. And if you're feeling very concerned right now, I've got some good news. Und wenn ihr euch jetzt wirklich Sorgen macht, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Your dinkle wheat has not been hybridized. Das Dinkelgetreide wurde nicht so hochgezüchtet. And I've noticed here in Germany, every bread shop I go to, they have the dinkle bread. Und ich habe festgestellt, dass hier in Deutschland in jeder Bäckerei auch ein Dinkelbrot zu finden ist. So you can relax, you can still eat bread. Also ihr könnt euch entspannen, ihr könnt immer noch Brot essen. But if someone wants to lose weight and if someone wants to conquer diabetes, the wheat must stop. Aber wer Gewicht verlieren möchte oder Diabetes überwinden möchte, der muss auf Weizen verzichten. And I believe that this explains why in Australia 500 new diabetics are being diagnosed every day. Und ich glaube, das erklärt auch gut, warum in Australien täglich ungefähr 500 Menschen neu mit Diabetes diagnostiziert werden. And this is in a nation that eat huge amounts of these foods. Und das in einem Land, in dem große Mengen dieser Lebensmittel verzehrt werden. So that is one contributing factor to diabetes and it's a big contributing factor. Also dieser Faktor trägt zu Diabetes bei und zwar in sehr hohem Maße. There was no diabetes on the planet till sugar was refined. Es gab auf unserem Planeten keine Diabetes bis zu dem Punkt, wo man anfing, raffinierten Zucker herzustellen. So definitely sugar plays a role. Also Zucker spielt definitiv auch eine Rolle. And we've had young children do our program with diabetes. Wir haben kleine Kinder gehabt, die auch unser Diabetesprogramm mitgemacht haben. Now I remember one lady in particular, she was very large and she eats a bag of candies or lollies a day.
Und ich kann mich an eine Dame erinnern, die war sehr übergewichtig. Und es war ihre Angewohnheit, um jeden Tag so eine große Tüte mit lauter Süßigkeiten zu verzehren. See, what's happening to the pancreas when this happens? Was passiert denn mit der Bauchspeicheldrüse, wenn wir so leben? Blood glucose goes up very high, so the brain literally screams at the pancreas, quick, quick, release a high insulin to get it down. Also der Blutzuckerspiegel, der steigt rasant sehr hoch an und das Gehirn schreit förmlich der Bauchspeicheldrüse zu, schnell, schnell Insulin, wir brauchen Insulin. But too much insulin was released, so now it's too low. Die Bauchspeicheldrüse schüttet ganz viel Insulin aus, viel zu viel als nötig. So the brain says, oh no, we're too low. Stop the insulin, release the glucagon. Und das Gehirn schreit, nein, nicht so viel, viel zu viel, schnell Glucagon ausschütten. But when the person's down there, they usually reach for a lolly or a candy or a Coca-Cola to get it up again. Und wenn der Blutzuckerspiegel dann aber schon so tief gesunken ist, dann ist es normal, dass die betreffende Person dann nach einem kleinen Snack greift, irgendwas zu knabbern, eine Süßigkeit, ein Bonbon. So now it's up high again. So the brain says, oh no, stop the glucagon, release the insulin. Dadurch steigt der Blutzuckerspiegel wieder und das Ganze wiederholt sich. Das Gehirn sagt wieder schnell Insulin ausschütten. And eventually the pancreas is just worn out. Und irgendwann kann die Bauchspeicheldrüse einfach nicht mehr. And it says, I'm being overworked, I'm not going to work anymore. Und dann sagt sie, ich bin jetzt völlig überarbeitet und fertig, ich mache jetzt nicht mehr mit. I'm done. Ich bin jetzt enough. Fertig, vorbei, aus. But what usually happens first is that insulin resistance sets up at the cell membrane. Aber bevor das passiert mit der Bauchspeicheldrüse, wird zuerst eine Insulinresistenz in der Zelle stattfinden. See, the cell says, we're sick of the sight of you. We've got enough glucose in here. Die Zellen sagen nämlich, wir brauchen gar nicht so viel Glucose. Wir können dich gar nicht mehr sehen, du Glucose. Weg mit dir. Wir brauchen dich hier nicht. The cell resists the insulin, so the glucose can't get in. So the glucose it stays in the blood and then the brain says, we need more insulin and you get this vicious cycle. Also entwickelt die Zelle eine Insulinresistenz, mit der sie die Glucose abblockt. Dadurch bleibt die Glucose im Blutstrom. Der Blutzuckerspiegel bleibt also hoch und das wiederum löst aus, dass die Bauchspeicheldrüse wieder mehr Insulin freisetzen muss. And the body can't maintain, it can't function with this high glucose in the blood, so it spills it out into the urine. Und der Körper kann nicht gut funktionieren, wenn so viel Glucose im Blutstrom ist und dann wird die Glucose über den Urin ausgeschieden. Diabetes mellitus means sweet urine. Diabetes mellitus heißt eigentlich übersetzt süßer Urin. There is always a reason. Und da gibt es einen Grund für. And many people today do not realize the role that wheat is playing in diabetes. Und viele Menschen verstehen gar nicht, welche Rolle der Weizen für die Diabetes spielt. So let's have a look at how we can turn this around. Schauen wir mal, wie wir diesen Kreislauf umdrehen können. And we're going to use our eight laws or eight doctors of health to show how you can turn diabetes around. Wir wenden wieder unsere acht Ärzte an und schauen, wie wir mit ihrer Hilfe Diabetes umkehren können. So we want a diet that is going to give a steady, constant, sure delivery of fuel, not quick highs and quick lows. Wir brauchen also eine Ernährung, die uns konstant und stetig die richtige Menge an Energie liefert, anstatt unseren Blutzuckerspiegel in ungeahnte Höhen zu schießen, damit er danach in ein tiefes Tal fällt. What fiber does is it causes a nice slow release of nutrients. Dafür brauchen wir Ballaststoffe in der Ernährung. Ballaststoffe sorgen dafür, dass die Nährstoffe in der Nahrung langsam freigesetzt werden. So it does a diabetic well
to find or to get a glycemic index chart so they can target the low GI foods. Es ist also gut bei Diabetes, wenn man sich so eine Liste besorgt mit dem glykämischen Index von Nahrungsmitteln, damit man die Nahrungsmittel auswählen kann, die einen niedrigen glykämischen Index haben. Banana is high. Banane zum Beispiel hat einen hohen glykämischen Index. But berries are low. Aber Beerenfrüchte einen niedrigen. So it can be simple as instead of bananas on your breakfast, berries on your breakfast. Also ganz einfach, statt Banane zum Frühstück zu essen, isst man dann einfach Beeren. Potato is high. Kartoffeln haben einen hohen glykämischen Index. But sweet potato is low. Aber Süßkartoffeln haben einen niedrigen glykämischen Index. So it doesn't mean the diabetic can't eat a potato. Das heißt also nicht, dass ein Diabetiker jetzt auf Kartoffeln verzichten muss. But instead of four potatoes, they might have one potato and three pieces of sweet potato. Aber statt jetzt vier Kartoffeln zu essen, kann er auf eine Kartoffel zurückgreifen und dann noch drei Stücke Süßkartoffel dazu essen. All legumes are low. Alle Hülsenfrüchte haben einen niedrigen glykämischen Index. Brown rice is low, whereas white rice is high. Vollkornreis hat einen niedrigen glykämischen Index, weißer Reis einen hohen. They're just a few illustrations of how you can do some adjustments in your food program to get low GI foods. Und das sind einfach so ein paar Vorschläge, wie man seine Ernährung anpassen kann, damit man einen niedrigen glykämischen Index hat. So why is the potato high and the sweet potato low? Woran liegt es denn, dass die Kartoffel jetzt einen hohen glykämischen Index hat, die Süßkartoffel aber einen niedrigen? It is revealed under a microscope that the fibrous structure of white potato is loose, quickly releasing the glucose. Unter einem Mikroskop betrachtet sieht man, dass die Ballaststoffe, die in der Kartoffel enthalten sind, sehr lose zusammengesetzt sind, so dass die in der Kartoffel enthaltene Stärke jetzt sehr leicht durch diese Ballaststoffe hindurch dringen können. And under a microscope, this fiber structure in sweet potato is tight, which means slow release of glucose. Bei der Süßkartoffel ist es andersherum. Da sind die Ballaststoffe sehr eng miteinander verknüpft und dadurch kann die Glucose oder wird die erst sehr langsam in den Blutstrom ausgeschüttet. And you will find the same with the bananas and the berries. Und so ähnlich verhält es sich dann auch mit der Banane und den Beerenfrüchten. Protein. Eiweiß. So low GI proteins are again your legumes, your nuts and your seeds. Proteine, die einen niedrigen glykämischen Index haben, finden wir in Hülsenfrüchten, Nüssen, Samen. And healthy fats. Und gesunde Fette. What these three food groups do? Diese drei Gruppen von Nahrungsmitteln. They give this lovely, steady, sure delivery of fuel. Sorgen dafür, dass unser Körper langsam, aber stetig mit einem gleichbleibenden Strom an Energie und Nährstoffen versorgt wird. And these three food groups all keep the food in the stomach longer. Diese drei Gruppen von Nahrungsmitteln sorgen dafür, dass die Nahrung länger im Darm bleibt, also länger braucht, um verdaut zu werden. It has always been said that diabetics should be eating every couple of hours. You've heard that? Ihr habt es bestimmt schon mal gehört, dass Diabetikern geraten wird, alle paar Stunden eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. But the time-restricted way of eating now is the most popular way of eating. Und das ist eine sehr beliebte Art und Weise, so zu essen heutzutage. And if you Google time-restricted eating and have a look at it, you'll find that it's eating twice in 24 hours, 6 hours apart. Can you explain the first part? I missed the first it's part. It's eating twice in 24 hours, yeah. 6 hours apart. Also die beste Ernährungsweise ist, dass man zwei Mahlzeiten zu sich nimmt. Innerhalb von 24 Stunden und diese beiden Mahlzeiten sind jeweils 6 Stunden voneinander
entfernt. And this is very much the old saying, we should eat breakfast like a king, lunch like a queen, tea like a pauper. Und das kommt dann hin mit dem alten Sprichwort, Frühstück wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler. So nutritionists now have changed their tune. Und heutzutage haben aber die Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler ihre Meinung geändert. And I was very happy to discover this about 4 years ago now. Und ich bin ganz froh, dass ich vor vielen Jahren diesen Punkt entdeckt habe. Because this is what we've been doing for 25 years. Denn das haben wir schon seit 25 Jahren so umgesetzt. My husband and I have been running health retreats for 25 years. Mein Mann und ich haben Gesundheitsseminare durchgeführt seit 25 Jahren. And we've based the principles in our health retreat on the writings of Ellen White. Und wir haben die Prinzipien in unserem Gesundheitszentrum nach Ellen White ausgerichtet. And this lady was the most, and still no woman writer has equaled the amount of books she's written. Und es gibt wohl keine Frau, die so viele Bücher verfasst hat wie diese Frau. And I noticed that they have the book up there. It's called The Ministry of Healing. Und hinten findet man ein Buch von ihr an den Ständen, das nennt sich Der Weg zur Gesundheit. And she suggested 2 meals a day if possible. Und sie hat damals schon gesagt, dass 2 Mahlzeiten am Tag eigentlich ausreichend sind. And we found and have found for 25 years in our health retreat that diabetics go very well on 2 meals a day. Und wir haben festgestellt in den 25 Jahren unserer Arbeit in unserem Gesundheitszentrum, dass Diabetiker sehr gut mit 2 Mahlzeiten auskommen. If the meal contains high fiber, generous protein and healthy fats. Wichtig aber ist, dass die Mahlzeiten viele Ballaststoffe enthalten, genügend Eiweiß enthalten und gesunde Fette. The person can easily go the 6 hours between meals. Wenn das der Fall ist, ist es kein Problem, dass man 6 Stunden bis zur nächsten Mahlzeit wartet. And for that long stretch of about 18 hours, they're asleep. Und über die restlichen 18 Stunden bis dann wieder zur nächsten Mahlzeit, den Großteil davon verbringt man eh schlafend im Bett. So once again, the age-old ways have been proven to be the best. Man sieht also, dass die alten Wege, die alten Wege, wie man Dinge umsetzt, doch richtig sind. See, digestion, it averages between 3.5 to 4 hours. Unsere Verdauung einer Mahlzeit braucht ungefähr 3 bis 4 Stunden. And then the stomach loves a rest of 1 or 2 hours. Und dann freut sich der Magen, wenn er noch eine kleine Pause von 1 bis 2 Stunden einlegen darf. Because even though the stomach's emptying, the nutrients are being absorbed in the small intestine. Denn obwohl der Magen zwar dann schon leer ist, werden die Nährstoffe dieser Mahlzeit immer noch im Darm aufgenommen und absorbiert. And that's why when our stomach's empty, we're not fainting, because we're still getting nutrients in our small intestine. Und deshalb fallen wir nicht gleich bewusstlos um, weil unser Magen leer ist, denn unser Darm stellt ja immer noch die Nährstoffe zur Verfügung von der letzten Mahlzeit. That the body can access the food much better when digestion isn't interfered with. Aber der Körper kann uns diese Nährstoffe viel besser zur Verfügung stellen, wenn wir nicht gleich wieder die Verdauung durcheinander bringen. So it's not just the food that you're eating, it's also the time when you're eating it. Also es kommt nicht nur darauf an, was für Nahrungsmittel wir zu uns nehmen, sondern auch wann wir sie zu uns nehmen. What exercise does is it increases the amount of insulin receptor sites on the cell. Kommen wir zum zweiten Punkt, Bewegung. Bewegung sorgt dafür, dass die Insulinrezeptoren unserer Zelle wieder empfänglicher werden. So let me show you. Schauen wir uns das mal an. We're coming back to our cell.
Wir sind hier wieder bei unserer Zelle. And remember, with the high glucose coming in, insulin resistance began. Und wir haben gesehen, dass die Zelle eine Insulinresistenz entwickelt, wenn zu viel Glucose im Angebot ist. But when we start doing daily exercise, especially doing some high intensity, aber wenn wir dann anfangen, täglich wieder ein Bewegungsprogramm zu absolvieren, besonders ein Bewegungsprogramm mit viel Intensität, the cell starts to say, we need more fuel. Dann fangen die Zellen wieder an zu sagen, wir brauchen wieder ein bisschen Treibstoff. This person's really moving. Diese Person hier, die ist ja richtig in Gang. So extra receptor sites for insulin develop. Und dann bildet die Zelle extra Rezeptoren für Insulin an. Insulin resistance can be turned around in 1 week. Und die Insulinresistenz kann innerhalb einer Woche umgekehrt werden. All we have to do is eliminate the wheat. Das Einzige, was dazu nötig ist, ist, dass man Weizen aus der Ernährung verbannt. Get those sugars right down. Dass wir die ganzen zuckerhaltigen Nahrungsmittel entfernen. Do some high intensity interval training. Dass wir ein richtig intensives Intervalltraining anfangen. Which will cause the cell to develop more insulin receptor sites. Damit die Zelle wieder neue Insulinrezeptoren bildet. And it can be turned around incredibly fast. Und dann lässt sich die Insulinresistenz sehr schnell umkehren. So what is the best type of exercise? Die beste Art von Bewegung, was ist das? It's the high intensity interval training. Das ist Intervalltraining mit hoher Intensität. And these, as the name implies, are intervals of high intensity and intervals of recovery. Und dieses Training besteht, wie der Name schon sagt, aus Intervallen, die abwechseln zwischen einer sehr starken intensiven Bewegung und Intervallen mit Ruhephasen oder weniger starken. And it's done for a cycle. Und das wird in Kreisläufen durchgeführt. What the research is showing is we only need to do 30 seconds high intensity with a 90 second recovery time. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es schon reicht, wenn man nur 30 Sekunden, ein 30 Sekunden Intervall hat mit sehr starker Intensität und dann 90 Sekunden ruhigere Intensität. And this can be done for a cycle of 6. Und das wiederholt man dann in 6 Zyklen. So we'll do the maths on that. We'll be generous. That's 15 minutes a day. That's it. Und wenn wir das mal zusammenrechnen, dann kommen wir auf insgesamt 15 Minuten am Tag. Das war's schon. Everyone has 15 minutes. Ich glaube, jeder von uns hat 15 Minuten für Bewegung übrig. If you don't have 15 minutes, it's time to do an assessment of what you do with your time. Und wenn wir 15 Minuten nicht übrig haben am Tag, dann sollten wir, glaube ich, mal Bilanz ziehen über unseren Tag. So what's high intensity? Was bedeutet hohe Intensität? It can be walking very, very fast. Es kann bedeuten, dass wir sehr, sehr schnell spazieren gehen, also einen richtig flotten Schritt drauf haben. I've noticed you don't have many hills around here. Ich habe festgestellt, dass es hier jetzt nicht viele Hügel oder Berge gibt. I was in Spain a couple of weeks ago. Vor ein paar Wochen war ich noch in Spanien. And I was up in the hills. Und da ging's die Hügel rauf. And we did a climb up the cliffs. Und da sind wir ein paar Klippen hochgeklettert. So we weren't walking fast and we weren't running, but we were certainly getting high intensity. Wir waren jetzt nicht flott unterwegs, wir sind auch nicht gelaufen, aber es war sehr intensiv. And recovery time is when you turn and look at the view. Und die Ruhephase ist dann, wenn man sich mal umdreht und dann die schöne Aussicht genießt. And so it's important to have that recovery time. Und es ist ganz wichtig, dass man diesen Ruhezyklus dann auch hat, das Ruheintervall. We were doing it this morning because we walked in the gardens around the castle. Heute Morgen haben wir das umgesetzt, da sind wir hier im Schlosspark spazieren gegangen. And I just keep stopping and taking photographs, so that was recovery. Und ich habe dann hier und da bin ich angehalten und habe so Fotos gemacht und das war dann mein Ruheintervall. So this high intensity is the type of exercise that's going to get those receptor sites for insulin developing.
Und es ist das intensive Intervall, das dafür sorgt, dass sich diese neuen Insulinrezeptoren in der Zelle bilden können. Most of the research done on this has been done on the exercise bike. Viele Untersuchungen zu diesem Intervalltraining wurden auf dem Trainingsfahrrad durchgeführt. And with the exercise bike, you go as fast as you can, and then recovery might be just slow cycling. Und auf dem Trainingsfahrrad kann man dann die 30 Sekunden Intensität aufbauen, indem man so schnell wie möglich fährt, so viel Geschwindigkeit wie möglich rausholt und in der Ruhephase dann einfach langsam gemütlich weitertritt in den Pedalen. See, we're walking very fast on our morning walk. Und wenn wir morgen spazieren gehen, sind wir richtig flott unterwegs. And I said to Corinne that her legs are about 4 inches taller than mine, so I'm working very fast. Und ich habe zu Corinna gesagt, ihre Beine sind bestimmt 10-15 Zentimeter länger als meine, also habe ich richtig zu tun, um mitzuhalten. You've just got to find out what works for you and how you can implement that into your lifestyle. Ihr müsst einfach für euch selbst herausfinden, was für euch passt und wie ihr das in euren Tagesablauf integriert. But it has a powerful effect to turn diabetes around. Aber Bewegung hat ein sehr großes Potenzial, um Diabetes umzukehren. Water between meals is what will maintain your blood sugar levels between meals. Wasser zu sich nehmen zwischen den Mahlzeiten hilft dabei, eine konstante Energiezufuhr zu gewährleisten. And that little bit of whole salt just before the water. Bevor ihr dann Wasser trinkt, nehmt eine ganz kleine Prise gutes Salz zu euch. And we touched on this yesterday, the magnesiums that are in the whole salt pulls the water inside the cell. Und das haben wir gestern schon angesprochen, das Magnesium, was in diesem Salz dann enthalten ist, hilft, dass Wasser in die Zelle hineingezogen wird. And so water between meals is very important in the maintaining of blood glucose levels. Wasser zwischen den Mahlzeiten zu trinken ist also sehr wichtig, damit der Blutzuckerspiegel gleich bleibt. And a lady said to me, my little girl is 8 and she has type 1 diabetes. Und mir hat mal eine Frau gesagt, meine Tochter, die ist erst 8 Jahre alt und die hat schon Diabetes. And we have to give her snacks and we don't want to give her snacks. Und wir müssen ihr ständig kleine Snacks geben, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollen. Because when we give her a snack, all the other children want a snack. Denn wenn sie dann ihren Snack bekommt, dann wollen alle anderen Kinder auch einen. So I said, try that crystal of salt before the water between meals. Und ich habe ihnen geraten, dass sie das mal versuchen sollen, der Tochter eine kleine Prise Salz zu geben, bevor sie Wasser trinkt. And the next day they came to me and they said, it's doing it. It's maintaining her blood sugar levels. Und schon am nächsten Tag kamen sie zu mir und haben gesagt, das funktioniert echt. Also der Blutzuckerspiegel, der bleibt gleich. And this is 8 glasses a day. Und wir waren dabei 8 Gläser Wasser am Tag. 25 kilo body weight, 1 liter of water. Beim Kind, das 25 Kilogramm wiegt, sind wir bei einem Liter Wasser. That's a good rule of thumb and it's a good guideline on how much children should be drinking. Und das ist generell auch eine gute Daumenregel, pro 25 Kilogramm Körpergewicht 1 Liter Wasser. Now if you're not drinking anywhere near that much water, und wenn man nicht mal annähernd so viel Wasser trinken kann, just start increasing it a little bit more every day. Dann fangt einfach damit an, dass ihr Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen mehr trinkt. Sunshine. Unsere vierte Regel, Sonnenlicht. It's a good idea when the sun's shining, as it was yesterday, to lie in the sun and let the sun touch your pancreas, which is under your left rib. Und es ist eine gute Sache, wenn die Sonne scheint, dass man sich dann einfach in die Sonne legt und die Sonne mal auf die Bauchspeicheldrüse scheinen lässt. Die befindet sich unter
der linken Rippe. The sunshine penetrates very deep and can stimulate life in the pancreas. Und das Sonnenlicht, das dringt sehr tief ins Gewebe ein und kann die Pankreas stimulieren. Same with exercise, it not only increases blood to the pancreas and the cell, but as you walk, the pancreas is being massaged. Und bei der Bewegung, bei Punkt 2, ist es auch so, dass die Bewegung nicht nur dafür sorgt, dass die Pankreas besser durchblutet wird, sondern sie wird während der Bewegung auch noch leicht massiert. And the cells in the pancreas require vitamin D to function effectively. Und auch die Bauchspeicheldrüse braucht Vitamin D, damit sie gut funktionieren kann. And there are some things that must stop if you want to conquer diabetes. Und es gibt auch einige Dinge, mit denen wir aufhören müssen, wenn wir Diabetes besiegen wollen. Caffeine causes an insulin response. Koffein bewirkt eine Insulinantwort. Because when a person takes a cup of coffee, it causes a crisis response, which means an insulin release to get more glucose into the cell because it's a crisis. Wenn wir eine Tasse Kaffee trinken, heißt das, dass unser Körper in einen Krisenmodus versetzt wird durch den Koffein da drin. Und das wiederum sagt der Bauchspeicheldrüse schnell, wir müssen Insulin freisetzen, denn der Körper braucht mehr Glucose, er braucht mehr Energie, um jetzt handeln zu können. All sugars must stop. Zucker muss vollständig eliminiert werden aus der Ernährung. Especially the refined. Und zwar ganz besonders die raffinierten Zucker. But when someone's got diabetes, you'll find honey and maple syrup will also be a problem until the pancreas heals. Und wer Diabetes hat, wird feststellen, dass auch natürliche Zucker, so wie Honig oder Ahornsirup, ein Problem darstellen, so lange bis die Bauchspeicheldrüse wieder geheilt ist. And I'm sure you're not surprised to see that wheat should stop. Und bestimmt überrascht es euch nicht, aber auch Weizen muss aus der Ernährung entfernt werden. And remember, your other grains are fine and your other grains being rye and dinkel. Und die Getreidearten, die ihr anderweitig benutzen könnt statt Weizen, sind Roggen und Dinkel. And millet and quinoa, all of these grains are fine. Oder auch solche Pseudogetreide wie Hirse und Quinoa. Alcohol is a very high sugar food and for more reasons than one it should be eliminated. Und auch Alkohol ist ein sehr riskantes Nahrungsmittel, das in jedem Fall weggelassen werden sollte. So getting back to our list. There are some things that must stop if you're looking for conquering diabetes. Also um Diabetes zu besiegen, müssen wir einige Dinge weglassen. And every cell in the body needs oxygen to function effectively. Punkt 6. Alle Zellen in unserem Körper brauchen Sauerstoff, damit sie gut funktionieren können. Let's go back to our cell and have a look at that. Wir gehen mal zurück zu unserer Zelle und schauen uns das an. So when we're getting adequate oxygen going into our body because we're nose breathing, wenn wir über Nasenatmung genügend Sauerstoff aufnehmen in unserem Körper. And if we've got enough oxygen going in so that every cell can get down to the 8-step pathway. Und wenn wir genügend Sauerstoff im Körper haben, so dass die Glucose in unserem Körper diese verschiedenen Schritte durchlaufen kann, we're going to be getting 18 times more energy by getting to that 36 energy pathway. Dann wird letztendlich daraus Energie freigesetzt, und zwar viel Energie, 36 Energieeinheiten. And our pancreas is made up of cells. Und auch unsere Bauchspeicheldrüse besteht aus Zellen. So the simple process of just breathing through the nose in and out using abdominal muscles means a higher quantity of oxygen in the cell. Und diese einfache Methode, durch die Nase atmen und tief in den Bauch hineinatmen, sorgt schon für eine höhere Sauerstoffsättigung in unseren Zellen.
Now I'm sure I don't have to remind you how much sleep we need. Und ich glaube, ich muss euch heute nicht daran erinnern, wie viel Schlaf wir brauchen. Remember God's perfect mathematical formula? Erinnert ihr euch an Gottes perfekte mathematische Formel? 8 hours to sleep, 8 hours to work, 8 hours to play. 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Spiel. And exercise is play. Und Bewegung fällt unter Spiel. It is while we sleep in the night that our pancreas is reviving. Und es ist während der Nacht, wenn wir schlafen, dass unsere Bauchspeicheldrüse sich erholt und regeneriert. And the eighth law, trust in God. Und dann haben wir das 8. Gesetz, Vertrauen in Gott. What we find, and we get many people tell us this with people who are conquering their diabetes. Und wir haben festgestellt und es auch von vielen Leuten gehört, mit denen wir gearbeitet haben, mit Diabetes. Is implementing these 8 laws. Dass wenn wir diese 8 Gesetze umsetzen, more oxygen in the cell. Dass dann mehr Sauerstoff in der Zelle da ist. A nice consistent delivery of fuel. Dass eine stetige Energiezufuhr vorhanden ist. And so the people aren't getting the quick highs and the quick lows. Und dass der Blutzucker nicht mehr stark ansteigt, rasant und dann ganz stark fällt. And what's the mood like in someone who's in a low? Und stellt euch mal vor, wie die Laune ist, wenn man jetzt ein Blutzuckertief hat. It's not a happy place to be. Ja, fühlt man sich jetzt nicht gerade glücklich. And I'd like to suggest that when our blood glucose levels are working well, wenn unser Blutzuckerspiegel konstant bleibt, and our brain is working well, und unser Gehirn dadurch konstant mit Energie versorgt wird, the place where mankind communicates with God, unser Gehirn, das ja doch der Ort ist, mit dem wir als Menschen mit Gott kommunizieren können, it becomes a lot easier to trust in God. Wenn das alles konstant versorgt wird, dann ist es doch viel leichter, auch Gott zu vertrauen. And remember when we looked at sleep, all the negative emotions, they lie together. Und erinnert ihr euch, als wir vorhin über den Schlaf geredet haben, dass das Gehirn alle negativen Emotionen und Erfahrungen des Tages gleichzeitig verarbeitet? And so when the blood glucose levels go down really low, the person can start to think negativity, all the other negatives come up. Dann verhält es sich auch so, wenn unser Blutzuckerspiegel tief sinkt und man sich dann schlecht fühlt, weil man nicht genug Energie hat, dass dadurch dann auch lauter andere negative Dinge und Gedanken im Gehirn hochkommen. These 8 laws are intertwined. Diese 8 Gesetze, die hängen alle miteinander zusammen. One supports another. Und jeder einzelne Punkt unterstützt den nächsten. And you may not be there yet. Und vielleicht sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. But the good news is that God has promised that he will bless your efforts. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott versprochen hat, dass er unsere Versuche unterstützen wird. And that's why no matter where you are or what's happening in you right now, the Bible says to thank God. Und es ist egal, wo wir sind und es ist egal, was passiert. Die Bibel fordert uns auf, Gott zu danken. That's 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. 1. Thessaloniker 5, Vers 18 sagt Dank in allen Dingen. But I want to go back to the high intensity interval training for a moment. Ich möchte nochmal zurückgehen zu dem hochintensiven Intervalltraining. And I want to show you what happens specifically in the cell. Und ich möchte euch zeigen, was dabei ganz spezifisch in der Zelle passiert. And this is a very powerful tool, not only conquering diabetes, but also in weight loss. Und das hier ist nämlich ein sehr wirksames Werkzeug, nicht nur um Diabetes zu besiegen, sondern auch um Gewicht zu verlieren. So the glucose goes in and it goes through the 20-step pathway that gives us 2 units of energy. Also die Glucose gelangt in die Zelle, durchläuft dort einen 20-schrittigen Prozess und daraus werden 2 Energieeinheiten. And the end result of the 20-step pathway is that chemical form of glucose.
Als Resultat bleibt dann eine andere Form der Glucose übrig, und zwar dieses Pyruvat. And then pyruvate gets fed into the 8-step pathway that gives us 36 units of energy. Und dieses Pyruvat durchläuft einen 8-schrittigen Prozess und setzt damit 36 Energieeinheiten frei. And the difference is oxygen. Und der Unterschied zwischen beiden Prozessen, warum da mehr Energie freigesetzt wird im zweiten, ist einfach, dass mehr Sauerstoff vorhanden ist. And we've got these little glycogen stores, quick release glucose stores. Und dann gibt es dort in der Zelle diese kleinen Speichereinheiten, wo Glucose gespeichert wird, um schnell freigesetzt zu werden, wenn viel Energie gebraucht wird. And remember, any excess is stored over as fat. Und alles, was dann noch übrig bleibt an Glucose, wird als Fett im Körper abgespeichert. So let's have a look at when we do the high intensity. Schauen wir also mal, was passiert, wenn wir jetzt diese Intervalle mit hoher Intensität haben. 20 steps speeds up, 8 steps speeds up, there's not a surprise. Also dieser Energiekreislauf mit 20 Schritten und 8 Schritten läuft immer schneller durch. Das überrascht uns nicht. But this 20-step pathway is very fast. Aber dieser 20-schrittige Prozess, der läuft ganz schnell durch. Whereas the 8-step pathway is quite slow. Die 8 Schritte laufen viel langsamer durch. And what happens is, because both of these pathways speed up. Und wenn jetzt unter dieser hohen Intensität beide Prozesse schneller ablaufen, there's a rate-setting enzyme in there that will always keep this one faster and this one slower. Dann befindet sich in der Zelle immer ein kleines Enzym, das dafür sorgt, dass der 20-schrittige Prozess trotzdem noch schneller ist als der 8-schrittige. So more pyruvate is being made than can be fed into the powerhouse. Denn nur auf diese Art und Weise kann Pyruvat hergestellt werden, was ja die Grundlage dient für den 8-schrittigen Prozess. Sonst wäre es gar nicht möglich, dass daraus überhaupt 36 Energieeinheiten entstehen. And so because more pyruvate is being made than can be fed into the 8-step pathway, it's stored as lactic acid. Je mehr Pyruvat dann hergestellt wird, desto mehr Milchsäure entsteht als Nebenprodukt, als Abfallprodukt im Körper. And I'm sure we've all heard of lactic acid. Ich bin sicher, ihr habt alle schon mal von Milchsäure gehört. But in recovery time, in der Ruhephase, where you're cycling slowly or maybe you're looking at the view and just doing some stretches, wenn wir dann langsamer in die Fahrradpedale treten oder kurz mal stehen bleiben und ein paar Dehnübungen machen bei unserem Spaziergang. In recovery time, the lactic acid is converted back to pyruvate and fed into the powerhouse. In dieser Ruhephase wird aus der Milchsäure wieder Pyruvat hergestellt, das wieder neu als Energiegrundlage für den 8-schrittigen Prozess zur Verfügung steht. That's one of the reasons why this is such a powerful form of exercise. Und das ist einer der Gründe dafür, warum dieses Intervalltraining so wirksam ist. So in recovery time you're burning just as much fuel as when you're running for your life, and in recovery time all your lactic acid is being mopped up. Das heißt also, dass man im Ruheintervall genauso viel Energie erzeugt und damit auch Glucose verbrennt wie in der Intensitätsphase, und gleichzeitig baut man die Milchsäure, die entsteht, auch wieder ab. So this is happening every recovery time. Und das passiert in jedem Ruheintervall. Now as we do our high intensity, our glycogen stores are being plucked and fed through the pathway, plucked, fed through the pathway. Während dem intensiven Intervall greift der Körper auf unsere Glukosespeicher zurück, holt sich da Glucose raus und verbrennt die. And by the third set of high intensity, we've run out of glycogen stores. Wenn wir dann im dritten Zyklus sind, also wenn wir dreimal so ein intensiv Ruheintervall hinter uns haben, dann hat der Körper keine Reserven mehr in der Zelle, keine Glukosereserven mehr.
We're running out of fuel. Kein Treibstoff mehr da. And so now the body causes a release of the human growth hormone. Human growth hormone. Okay. Und dann, was dann passiert ist, dass der Körper ein Wachstumshormon freisetzt. The human growth hormone is very active when we're growing as children. Das menschliche Wachstumshormon ist sehr aktiv, wenn Kinder aufwachsen. But the human growth hormone goes into retirement when we finish growing. Aber wenn wir dann ausgewachsen sind sozusagen, dann ja, geht das Wachstumshormon in Rente, könnte man sagen. But in a crisis it's released. Aber in diesem Prozess wird es wieder freigesetzt. And the brain says, wow, this person's really moving and we've run out of fuel. Und das Gehirn sagt, Mensch, diese Person, die ist aber wirklich unterwegs heute, wir haben ja gar keine Glukosespeicher mehr übrig. So what the human growth hormone does is it causes a release of hormone sensitive lipase. Und was dann dieses Wachstumshormon bewirkt, wenn das freigesetzt wird, ist, dass es hormonsensitive Lipase erzeugt. Lipase is a fat breaking enzyme. Lipase ist ein fettzersetzendes Enzym. It starts to release our stored fuel, which is fat. Dieses Enzym sorgt dafür, dass unsere Energiespeicher in Form von Fett langsam gelöst werden. The body stops burning glucose as fuel and it becomes a fat burner. Wenn der Körper nämlich keine Glucose mehr als Treibstoff zur Verfügung hat, dann greift er auf Fett zurück. The reason is that glucose burns at 4 calories per gram. Glucose verbrennt mit einem Wert von 4 Kalorien pro Gramm. Whereas fat, it burns at 9 calories per gram. Fett aber verbrennt mit 9 Kalorien pro Gramm. What people don't understand is what a calorie is. Was wir Menschen oft nicht verstehen, ist, was eine Kalorie überhaupt ist. A calorie is a unit of energy. Eine Kalorie ist eine Energieeinheit. So fat is going to give more than twice the units of energy that glucose will give. Fett setzt also mehr als doppelt so viel Energie frei wie Glucose. No wonder the body starts becoming a fat burner because it's going to give twice the units of energy. Und kein Wunder, dass der Körper dann wirklich anfängt, das Fett zu verbrennen, weil er da ja doppelt so viel Energie rausgewinnt. The human growth hormone increases the body's ability to utilize protein. Und dieses Wachstumshormon sorgt auch dafür, dass der Körper Eiweiß besser nutzen kann. The human growth hormone increases the circulation of the blood to the skin. Das Wachstumshormon erhöht auch die Blutzirkulation in der Haut, which means it slows down aging. Was wiederum bedeutet, dass es dadurch den Alterungsprozess verlangsamt. Movie stars pay $1,000 a week for the human growth hormone. Filmstars bezahlen Tausende von Dollars pro Woche, um dieses Wachstumshormon einnehmen zu können. Because of what it'll do. Weil das so effektiv ist, um die Hautalterung zu verlangsamen. I'm offering it to you cut price today. Und ich biete es euch heute völlig kostenfrei an. 15 minutes of high intensity interval training will cause a release of the human growth hormone that will remain active for 24 hours. 15 Minuten hochintensives Intervalltraining setzt das Wachstumshormon in unserem Körper frei und es bleibt dann 24 Stunden lang aktiv. That's why it's considered to be the most powerful form of exercise today. Deswegen wird dieses Intervalltraining auch als die beste Art der Bewegung bezeichnet. And in the area of conquering diabetes and weight loss, it's an essential part of the program. Und wenn wir Diabetes überwinden wollen und Gewicht verlieren wollen, ist das ein ganz essentieller Teil unseres Tagesprogramms. So on this program
we get emails 6 weeks after the health program, 10 kilos lost. Manchmal bekommen wir von den Teilnehmern unserer Gesundheitsprogramme 6 Wochen nach dem Programm E-Mails, wo sie schreiben, ja, wir haben schon 10 Kilo Gewicht verloren. Now with a lot of ladies, that can also be a hormone factor when they're carrying excess weight. Für viele Frauen bedeutet Übergewicht auch hormonelle Störungen. And the 6 o'clock meeting tomorrow night will be looking at hormones in detail. Und morgen Abend um 6 Uhr werden wir uns näher beschäftigen mit hormonellen Störungen. But I'd like to tell you about a young man named Dan who came to our retreat with type 1 diabetes. Und ich möchte euch erzählen von einem jungen Mann namens Dan, der mit Typ 1 Diabetes zu uns ins Gesundheitszentrum kam. And Dan was on 90 units of insulin a day. Und Dan nahm 90 Insulineinheiten am Tag zu sich. He had got diabetes at the age of 15 after going on a heavy course of antibiotics. Und er entwickelte Diabetes im Alter von 15 Jahren, nachdem er eine schwere Antibiotikakur machen musste. The antibiotics had killed off the beta cells in his pancreas. Und diese Antibiotika, die haben die Beta-Zellen in seiner Bauchspeicheldrüse abgetötet. He said to me, my doctor says that my pancreas is dead. Und er sagte, mein Arzt, der meint, meine Bauchspeicheldrüse ist einfach tot. I said to him, while blood's going through the pancreas, it's alive. Und ich habe zu ihm gesagt, naja, noch fließt da Blut durch, also muss sie noch am Leben sein. And so what Dan did at our retreat. Was Dan dann bei uns tat, während er bei uns war. He learned about the power of these 8 doctors. Er hat gelernt über die Wirkungen dieser 8 Ärzte. We only gave him 2 meals a day. Wir haben ihm nur 2 Mahlzeiten am Tag gegeben. Actually, the first 2 days he just had juices, vegetable juices. Und tatsächlich haben wir ihm die ersten 2 Tage auf einen Saftfasten auch gesetzt. His blood glucose levels were dropping down quite fast because he was on too much insulin. Und seine Blutzuckerspiegel, die sanken so tief, weil er zu viel Insulin noch bekam. See what the insulin did. Und was das Insulin dann tat in seinem Körper, was it just allowed him to eat this diet. Er nahm so viel Insulin zu sich, dass das eigentlich nur funktioniert hat, wenn er auf dieser kohlenhydratreichen Ernährung war. And he said to me, I had no idea that this food was getting my blood glucose levels so high. Und er sagte, ja, ich hatte ja keine Ahnung, dass diese Lebensmittel meinen Blutzuckerspiegel so steigen lassen. He didn't realize that on top of his pancreas being damaged from the antibiotics, he was further damaging it with these foods. Und ihm war gar nicht bewusst, dass seine Bauchspeicheldrüse, die ja schon von dem Antibiotika geschädigt war, dass sie jetzt noch zusätzlich geschädigt wurde durch seine Ernährung. He didn't think that he could do anything because he thought his pancreas was dead. Er dachte, dass er gar nichts mehr unternehmen könnte, weil ja seine Bauchspeicheldrüse laut Arzt schon tot war. So he basically had the attitude, well, so what? I'll just eat what I want. Er hatte also so die Einstellung, naja, ich kann ja eh nichts mehr machen, also kann ich auch essen, was ich will. But when a young 19-year-old man is on 90 units of insulin a day, the future doesn't look real good. Aber wenn so ein 90-Jähriger täglich 90 Einheiten Insulin bekommt, dann sieht die Zukunft nicht mehr rosig aus. So his parents had shouted him 4 weeks at Misty Mountain. Also hatten seine Eltern ihn für 4 Wochen bei uns im Gesundheitszentrum angemeldet. 2 weeks health program and 2 weeks helping in the garden. 2 Wochen Gesundheitsprogramm und danach 2 Wochen Mithilfe im Garten. But because we didn't serve any of these foods, und weil wir aber keine dieser Lebensmittel dort ihm zu essen gaben, and because he started to implement these 8 laws of health, und weil er dann anfing, diese 8 Gesundheitsgesetze umzusetzen,
He was getting blood sugar level lows in the middle of the night. Sank auf einmal sein Blutzuckerspiegel enorm tief und das mitten in der Nacht. So he told me later he'd just have a lolly, because it's what he'd been told to do. Und er hat mir dann später gesagt, dass er dann einfach sich einen Lolli, einen Lutscher genommen hat, weil ihm das so gesagt wurde, wenn ein Blutzucker sinkt, dann ist ein Lolli. That would get it up very high, very fast. Und damit stieg natürlich sein Blutzuckerspiegel wieder hoch. But then it always came with the corresponding dump. Ziemlich schnell, ziemlich hoch und dann sank es natürlich wieder, sank er natürlich wieder sehr tief. The second week he decided to have an apple instead of a lolly in the middle of the night. In der zweiten Woche hat er sich dann entschieden, um mitten in der Nacht, als dieses Tief dann kam, einfach mal einen Apfel zu essen statt einem. And that would get his blood sugar level up, but it takes a while to eat an apple in the middle of the night. Und das hat auch dafür gesorgt, dass sein Blutzuckerspiegel wieder anstieg, aber es dauert eine Weile, bis man dann mitten in der Nacht den Apfel so aufgegessen hat. On the third week, if he got a blood sugar level low, he just jump out of bed and do 30 push-ups. In der dritten Woche hat er sich dann entschieden, dass er, wenn dann nachts dieses Blutzucker tief kam, dass er dann aus dem Bett einfach aufsteht und 30 Liegestützen macht. That would get his blood sugar levels up. Und das hat seinen Blutzuckerspiegel wieder angehoben. Because that exercise caused a release of his glycogen stores and fat stores. Denn diese Bewegung hat dafür gesorgt, dass sein Energiebedarf aus dem Fettspeicher wieder aufgefüllt wurde. In fact, he said to me, why didn't anyone tell me about my glycogen stores? Und er hat mich gefragt, ja, warum hat mir das noch nie jemand gesagt, wie das funktioniert mit diesen Glykogenspeichern in meinen Zellen. What an incredible body we have. It's already got the stores in there. And if we run out of glycogen, we've got fat stores. Was für einen erstaunlichen Körper wir doch haben, wenn wir kein Glykogen mehr zur Verfügung haben, dann können wir auf den Fettspeicher zurückgreifen. But to be able to access them, everything has to be in place. Aber damit wir auf all das zurückgreifen können, muss alles seine Ordnung haben. By the end of the third week, he was down to 10 units of insulin a day. Und am Ende der dritten Woche war er schon, hatte das Insulin schon abgesetzt bis auf nur noch 10 Einheiten am Tag. That's type 1 diabetic. Und das bei Typ 1 Diabetes. Was his pancreas dead? Und was hat seine Bauchspeicheldrüse gemacht? Wie hat die reagiert? It definitely wasn't. War seine Bauchspeicheldrüse tot? Ganz bestimmt nicht. He was going cautiously and I can appreciate that. Er ist vorsichtig damit umgegangen und das kann man wertschätzen. So he slowly, bit by bit, reduced his insulin and his body handled it very well. Er hat also ganz langsam, ganz vorsichtig das Insulin Schritt für Schritt abgesetzt und sein Körper konnte da gut mit umgehen. So of course by the time he was down to only 10 units of insulin a day, he was not having blood sugar level lows in the middle of the night anymore. Und als er dann zu dem Punkt gekommen war, wo er nur noch 10 Einheiten Insulin nahm, da hat er auch nicht wieder diese Blutzuckertiefs mitten in der Nacht gehabt. This 19-year-old man left our retreat a very happy young man. Und dieser 19-jährige junge Mann ist dann von uns gegangen als ein sehr glücklicher Mensch. Because he had proved that he could now manage his situation. Denn er hatte bewiesen, dass er für sich selbst und seine Situation Verantwortung übernehmen konnte. See, the Bible says in Leviticus 17:11. In 3. Mose 17, Vers 11 sagt uns die Bibel, that the life of the flesh is in the blood. Dass das Leben des Fleisches im Blut ist. The blood carries the oxygen, the blood carries the water, the blood carries the nutrients. Das Blut trägt die Nährstoffe, das Wasser, den Sauerstoff. And the biggest mover of blood is exercise. Und das beste Mittel, um das Blut durch unseren Körper durchzupumpen, ist Bewegung. So we now once again get back to the laws of life. Also sind wir wieder hier bei unseren 8 Gesundheitsgesetzen. Or the 8 doctors that, as the writer says, these are the true remedies. Die 8 Ärzte, deren Autorin schreibt, dass das die wahren Heilmittel sind.
And I have found in the 25 years that we've been running health retreats. Und ich habe festgestellt in den 25 Jahren, die wir jetzt Gesundheitsprogramme durchführen, with probably about 10,000 people going through our doors. Und es sind bestimmt 10.000 Leute gewesen, die da gekommen und gegangen sind bei uns. Over those 25 years, we have found that this is true. In diesen 25 Jahren haben wir aus Erfahrung festgestellt, dass diese Dinge wahr sind. And my aim was to show you that everything that we need is in our bodies. Und mein Ziel ist es, euch zu zeigen, dass alles, was wir brauchen, um gesund zu sein, schon in unserem Körper angelegt ist. And that you can do more for you than anyone else can. Und dass du selber für dich mehr tun kannst als irgendein anderer Mensch in der Welt. And today is the first day of the rest of our lives. Und heute ist der erste Tag vom Rest unseres Lebens. These simple changes can have a profound effect. Und diese kleinen Veränderungen können tiefgreifende Wirkungen zeigen. Tomorrow, our first lecture, we're going to be looking at depression. Morgen werden wir in unserer ersten Lektion uns mit Depressionen beschäftigen. And in our second lecture, tomorrow night, starting at 6, we're going to be looking at hormone balance. Und in unserem zweiten Vortrag um 18 Uhr abends werden wir uns dann mit unserem Hormonhaushalt beschäftigen. So I look forward to seeing you tomorrow. Ich freue mich schon auf euch morgen. Good night. Thank you.